auf zu Versuch Nummer 2, den Bodyguard zu spielen. Ich habe jetzt die Mission mit dem Flughafenkrug nochmal nachgespielt und habe mir auch MP-Munition geholt, sodass wir jetzt auch einen Drive-By machen können und während der Fahrt schon quasi die Gegner ausschalten können. Damit sollte das ein bisschen einfacher sein. Ich dachte mir, Sentinel ist vielleicht keine schlechte Wahl, weil er jetzt nicht sofort kaputt geht. Also den habe ich zumindest ein bisschen stabiler in Erinnerung als jetzt zum Beispiel den Stinger. Aber eben auch noch relativ wendig und schnell ist. Also relativ, ne? Von daher vielleicht nicht die schlechteste Wahl, denke ich. Gerade wenn wir uns darauf konzentrieren, jetzt eher mit der MP das Ganze zu erledigen. Mal sehen. Ich weiß ja auch jetzt nicht, wie viele da kommen werden insgesamt. In einem Duell, in einem RAM-Duell mit dem Kartellwagen werde ich jetzt keine Chance haben, zugegebenermaßen, aber das muss ja auch nicht sein. So, werden wir mal schauen, wo kam denn der? Der kam ja vorne an der Kreuzung, oder? Ach ne, erst als wir dann rechts rum sind, glaube ich. Der kam, glaube ich, von hier drüben. Da ist er! So, shit, das war schon mal nicht so gut. Oh, falsche Taste. So, damit hätten wir den schon mal erledigt. So, bloß aufpassen, dass er uns nicht zu nahe kommt. Nummer 1 wäre aus dem Verkehr gezogen. So, das können wir auch so erledigen, wenn sie zu Fuß sind. Ach Gott. Gut, den lassen wir einfach mal außen vor, den lassen wir einfach mal dort stehen, würde ich sagen. Es wäre nett, wenn die auf dem Radar angezeigt werden würden. Wo willst du eigentlich hinfahren? Willst du in Kartellterritorium fahren? Bist du wahnsinnig? Zack, weg. Hier wird nicht drauf geschossen auf meinen Schutzbefohlenen. Rechtsrum also. Er fährt durch den Tunnel, kann das sein? Er will durch den Tunnel nach Shoreside Vale. Ah. Plan erkannt. Ja, der oben auf dem Tunneleingang. Tö, als ob der mich interessieren würde. Gut, ich hoffe mal, hier im Tunnel wird es jetzt nicht so kampfgewaltig, denn hier kann man schlecht überfahren und schlecht ausweichen. Das könnte schwierig werden. Ich glaube aber, an der Kreuzung wird nochmal mindestens einer warten vom Kartell. Also ich würde zumindest hier drinnen auch welche hinstellen, denn hier drinnen kann man schlecht ausweichen. Alle, die bis jetzt angegriffen hatten, die hätten einfach nur hier drinnen stehen und warten müssen. Natürlich, da steht er auch schon. Ach, scheiße. Gut, lassen wir hier einfach stehen. Kein Problem. Wenn das nur so aussieht, dann kann ich damit leben. Vorerst. Was macht der Kerl? Bleib doch mal auf einer Spur, Mensch. So, ich vermute mal, er wird von an der Kreuzung dann auch links rumfahren. Was macht der? Fahr doch vorbei! Okay. Setze ich mich vielleicht doch wieder dahinter. Nicht, dass ich am Ende die Mission noch dadurch scheitern lasse, dass ich zu großen Abstand zu ihm habe oder sowas. Das habe ich ja auch schon geschafft. Glaube ich. In anderen Fällen. Okay, hier wartet tatsächlich keiner an der Kreuzung. Das wundert mich ein bisschen. Deswegen wollte ich eigentlich vorausfahren, weil ich gedacht hätte, dass hier einer wartet. Aber gut, kein Problem, nichts dagegen. Mal schauen, ob jetzt nochmal ein Empfangskomitee auf Shoreside Vale wartet oder ob es da gemütlicher aussieht. Ich weiß es noch nicht so richtig. So, ich bin aber gerade stark am Überlegen, ob ich mal das Auto wechsle. Könntest du vielleicht auch in die anderen Leute zu rammen? Das macht deinen Wagen nicht besser. Also wirklich nicht. Dieser Typ, ey. Okay, damit hätten wir es denn jetzt geschafft. Wir sind so gut wie raus aus dem Tunnel.
Schauen wir doch mal, ob draußen noch jemand steht. Irgendjemand hier? Ja, ich sehe es schon. Du da! Stirb! Was tut er? Okay, das hätten wir hingekriegt. Ich weiß nicht, ob jetzt hier immer noch welche links und rechts stehen werden am Wegesrand. Aber ich befürchte es bald. Oh, jetzt gibt es nochmal richtige Auto-Action hier mit dem Kartell. Gut, ich glaube, ich habe mir schon einen Reifen zerschossen. Shit. Musste das sein? Musste mich drehen? Okay, jetzt sollten wir... Na, komm schon. Wow, was? Und jetzt bleibt er hier hängen? Echt jetzt? Scheiße. Steig aus, Mensch. Ach, falsche Taste gedrückt. Sind wir da? Sind wir da? Sag, dass wir da sind. Oder bist du jetzt gerade echt falsch abgebogen? Ist nicht dein Ernst, oder? Oh nein. Oh, es ist tatsächlich der richtige Weg. Oh, danke. Heilige Scheiße. Das Schadenslevel, das war aber wirklich auf Anschlag gewesen gerade. Ich dachte schon, er ist bloß falsch abgebogen auszusehen und wollte eigentlich auf dem Hauptweg weiterfahren. Der Hammer wäre natürlich gewesen, wenn durch dieses Geschramme an der Wand entlang jetzt die Mission gescheitert wäre. Das wäre echt traurig gewesen. Gut, hätten wir das geschafft. Wunderbar, das freut mich. Und die Kolumbianer, die werden, glaube ich, nicht mehr unsere Freunde werden. Das wird keine sehr herzliche Beziehung mehr zwischen uns. Aber war es ja noch nie eigentlich. So, ich hoffe, wir kommen noch über die Brücke. Ja, sehr schön. Zurück auf Staunton Island und jetzt kannst du mir ausbimmeln. Kein Problem. Hui! Na, wenn das mal nicht elegant war. Wie eine Fee sind wir durch den Park geflogen. Wie eine grazile Waldfee. So. Also hätten wir das auch erledigt. Damit wäre der Asiate jetzt erstmal in Sicherheit, vermute ich. Ich weiß nicht genau. Ich denke mal schon. Aber Mr. Love hat immer noch eine Mission für uns. Und ich vermute, es wird wieder sehr schussgewaltig. Ist zumindest irgendwie anzunehmen, denn seine Missionen waren bisher doch relativ anspruchsvoll, muss ich feststellen. Was eben auch daran liegt, dass wir meistens gegen das Kartell arbeiten und das Kartell ziemlich stark bewaffnet ist. Also eigentlich Grundbewaffnung immer Sturmgewehr und das ist nicht so nett. Lockvogel. A lesson in business, my friend. If you have a unique commodity, the world and his wife will try to wrestle it from your grasp, even if they have little understanding as to its true value. SWAT teams have cordoned off the area around my associate in the package. Get over there, pick up the van and act as a decoy. Keep them busy and he should make good his escape. Echt jetzt? Ich mag's nicht beschossen zu werden, ganz ehrlich. Und jetzt soll ich auch noch genau das machen, die Leute dazu bringen, dass sie auf mich schießen? Warum? Es bleibt das andere übrig. Wenn wir Geld verdienen wollen, dann müssen wir eben ein bisschen mitspielen. Na gut, dann machen wir uns wieder auf den Weg nach drüben. Es ist ein bisschen lästig, muss ich zugeben, dass wir jedes Mal hierher kommen müssen nach Staunton Island, um unsere Mission entgegenzunehmen, um dann wieder nach Shoreside Vale zu fahren, um dort die Mission auszuführen. Ups. So, schlittern wir uns mal hier hoch auf die Brücke, um dann wieder zu warten. Herzlichen Glückwunsch. Oder? Ach ne, wir kommen noch drauf. Jawoll! Das ist natürlich edel. Wenn wir sogar noch ein bisschen abgeliftet werden. Aber wirklich im allerletzten Moment, ne? Gleich ein bisschen später und wir werden genau gegen das Ding gerasselt.
So, dann schauen wir doch mal, ob wir hier einen guten Lockvogel abgeben. Oh, ich sehe schon, es stehen überall die Polizeiwagen rum. Na, herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, wir fahren am besten da unten wieder. Wobei, es ist eigentlich egal, wo wir langfahren. Wir kriegen überall auf die Fresse. Oh, scheiße. Na toll. Auf geht's. Locke jetzt die Cops vom Lagerhaus weg. 3 Minuten lang müssen wir überleben. Bergab ist vielleicht ganz gut, weil die Kiste jetzt auch nicht so eine geile Beschleunigung hat. Nimm mal die Laterne aus dem... die Apfel aus dem Weg hier. Ja, ja. Wo habe ich denn den ganzen Schaden her auf einmal? Ups. Der flippt da ab von mir. Ich glaube, ich mache in den Tunnel rein. Denn da kann ich zumindest nicht umzingelt werden von den anderen. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Und die Brücke ist sowieso keine gute Idee für Verfolgungsjagden. So, dann machen wir mal ein bisschen hier entschleunigt das Ganze. Außerdem haben wir im Tunnel auch kein Problem mit dem Hubschrauber. Das ist auch sehr schön. 6 Sterne, was? Scheiße. Okay, jetzt kommen sie auch mit dem Enforcer an. Das ist nicht so gut. Ja, der Rückspiegel ist gerade nicht so hilfreich, stelle ich fest. So, schön entschleunigen das Ganze. Wir wollen hier ganz gemütlich durchfahren. Ja, weg da. Oh, sehr gut, der Enforcer ist auf die andere Seite gekommen. Ach, wie praktisch. Ich glaube, ich bleibe einfach mal hier stehen. Oh nein, da kommt schon der nächste. Dann vielleicht doch nicht. Ja, schieb ruhig an, genau. So, ja, ihr könnt alle danach fahren, das ist in Ordnung. Lasst die alle da rüberfahren, ganz wunderbar. So, wir haben schon mehr als die Hälfte geschafft, das ist sehr schön. Ich weiß nicht, ob es schlau ist, mich anschieben zu lassen von ihm. Ich weiß nämlich nicht, wie sehr der Schaden dabei hochgeht. Alter. Dieser kleine Polizeiwagen, der ist aber sowas von hyperaktiv dabei, ne? Ja, weg. 1 Minute verbleibt. Ich finde geil, dass auf den Kisten Loot draufsteht. Fällt mir gerade so auf. Oh nein, das ist nicht gut. Ich sollte mich nicht hier einkesseln lassen von dem Enforcer. Oh scheiße, nein, 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 nein. Das ist nicht euer Ernst. Ihr wollt mich verarschen, oder? Ihr wollt mich verarschen. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Nein. Mission fehlgeschlagen. 6 Sterne. Herzlichen Glückwunsch. Sie sind gearscht. Oh, ihr seid solche Arschgesichter. Kurzer Break, wir sehen uns wieder zum zweiten Versuch. Willkommen zurück zu Versuch Nummer 2 bei Überlebe das Bullengejage oder was auch immer. Ja, mal sehen, ob wir diesmal vielleicht ein bisschen glücklicher da rauskommen aus der Nummer. Ich meine, das war ja wirklich vorhin extremes Pech gewesen, beziehungsweise das Spiel verarscht mich, weil ich da irgendwie mit einem Rad über diese blöde Mittelbegrenzung komme und natürlich fällt das Ding dann wieder auf die Seite und man kann nichts dagegen tun. Es ist ein Traum. So, aber ansonsten war das, glaube ich, eine ganz erfolgreiche Strategie, da unten in den Tunnel zu fahren. Deswegen werde ich das jetzt auch wieder so machen. Die erste halbe Minute ist ja schon um, von daher gar keine Verfolger diesmal. Ich meine, nichts dagegen. Ich kann damit gut leben. Ich werde jetzt auch hier ohne Gas zu geben erstmal hier reinfahren. Denn dadurch, dass es abwärts geht, haben wir genug Vortrieb eigentlich. Okay, da kommen sie schon. Was macht er denn? Niemand weiß es. Und tschüss. Könnte die Kamera vielleicht ein bisschen mitmachen, das wäre schön. Also ich muss mich wirklich davon fernhalten, von dieser Mittelbegrenzung. Die kann mich echt das Leben kosten hier. Die könnte tödlich werden für mich. Ich weiß nicht. Das seid ihr selbst. Ihr vernichtet euch selbst, Leute. Oh, scheiße. 2 Enforcer nebeneinander. Nein, 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 nein. Nicht schon wieder. Oh, meine Güte. Diese verdammte Mittelbegrenzung, die ist sowas von grässlich.
Okay, dann sollte ich vielleicht nicht so viel Zeit hier unten vertrödeln. Und tatsächlich ein bisschen mehr Gas geben, wenn ich hier durch den Tunnel fahre. Vielleicht ist es dann doch nicht schlecht. Ja, hörst du mal auf zu schieben von hinten, das nervt. Scheiße. Oh Gott. Ich hab's gerade schon wieder vor mir gesehen, dass ich schon wieder auf die Seite fall. Oh, ist das lästig schon hinten. So, jetzt muss ich bloß mal schauen. Ja, die Auszeit hätte ich gern genommen. Das hat sich dann wohl erledigt. Fahren wir doch einfach bis zum Ende durch. Hör auf zu schieben. Ja, jetzt sind wir nämlich in Portland, genau. Ich habe das noch so in Erinnerung, dass der Tunnel wirklich komplett durchgeht und alle Inseln miteinander verbindet. Beziehungsweise, dass man direkt vom Shoreside Vale nach Portland durchfahren kann. Ja, nervt schon ein bisschen. Aber wir sind jetzt schon weiter als beim letzten Mal. Das ist doch schon mal ein Fortschritt. Wir haben auch weitaus weniger Schaden kassiert, sehe ich gerade. Und damit die Hubschrauber mich nicht zu nerven anfangen, drehe ich auch mal um und fahre wieder rein. Was soll schon schief gehen? Außer, dass der Typ mich irgendwie noch auf die Seite gelegt kriegt. Das ist das Einzige, was noch schief gehen könnte. Aber ich gehe nicht davon aus diesmal. Hör auf! Sei artig! Gut, damit hätten wir das geschafft. Mission erfüllt. $35.000 für uns. Und jetzt haben sie dann doch mitgekriegt. Oh, das ist ja gar nicht der, den wir verfolgen wollen.